Nach dem Essen gab es eine kleine Situation mit Jana. Wir alle wollten ein bisschen entspannen und vielleicht anfangen zu quatschen. Und sie kam mit ihren Singen. Aber es gibt Momente, wo passt nicht. Hinter mir, so. Ich habe mich gedreht, habe geschaut. Sie haben nicht aufgehört, sie hat weitergemacht. Sie hat angefangen, keiner hat reagiert. Wir sollten alle auch ein bisschen Gefühl haben, wenn die Menschen wollen nicht, man soll das auch merken und einfach aufholen. Der hört sich richtig cool an hier. Ein richtig gutes Instrument. Klingt richtig geil. Trommel, Trommel, Trommel. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, Jan. Hier. Weiß nicht, ob das alle wollen, das. Come on. Oh, okay. Wir versuchen, wach zu bleiben. Wir können mal quatschen. Es wird den ganzen Tag über geredet, 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 geredet. Kannst du auch netter sagen und nicht immer so total, wenn ich mal versuche, irgendwas zu machen, damit die Runde wach bleibt. Das ist falsch. Das ist so. Ich bin die oberste Autorität. Das ist falsch. Ich bin mir ganz sicher, morgen wird sie kommen und sie sich entschuldigen wieder. Papis war heute sehr miesmuschelige Diva. Ich fand es auch ein bisschen sehr überempfindlich. Jedes Mal nur Gerede, 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 Gerede. Warum nicht einfach auch mal was Gesünderes machen, wie ein bisschen Rhythmus. Du willst Dschungelkönig werden und kannst nicht mal eine Minute trommeln? That's a no-go for me, absolutely. Jetzt ist vorbei. Wenn einer überhaupt nicht ein Fünkchen Tribal Rhythm, jetzt mal ein Song hier. Das ist für mich kein Dschungelkönig. Never ever. Not gonna happen. Siehst du? Ich wollte mal was anderes machen, um uns wach zu halten. Das ist ein geiles Foto. Piep. Ja, das ist ein mega Foto. Krass. Oh, Julina, was geht ab? Warum sagt ihr denn nichts? Oh. Wir haben gerade geguckt, wie schön du da geschlafen hast. Ja, Katastrophe. Wir schlafen alle um dich rum. Außer Jana. Jana ist wach. Und halt die Harten. Leute, ich dachte, wir sind ein Team und wenn ich schlafe, wir haben doch die Abmachung, wir wecken uns. Warum lasst ihr mich schlafen und dann auch noch so hässlich? Also mit offenem Mund. Ja, das ist das erste Mal, dass ich dich sehe. So. Ich verstehe auch nicht, warum, wie das gerade passiert ist. Weil du ein Mensch bist. Hab nicht immer den Anspruch, so fucking perfekt sein zu müssen. Schaut runter. Ich rede mir gar nicht ein, dass ich perfekt bin. Aber oh, Lukas, leg mir nicht die Worte in den Mund. Ich möchte mich gar nicht mit dir streiten. Lass es zu. Es ist völlig normal. Man schläft. Jeder pennt. Guck doch um dich rum.